Hallo, ich meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wie immer die Maritzel und wir befinden uns heute wieder auf der Rennebü. Wir hatten ja zuletzt festgestellt, wir brauchen Gülle für die Saatgutherstellung. Und darum werden wir uns jetzt kümmern. Wenn wir mal schauen, ich weiß nicht genau, wie viel wir zurzeit haben, aber überhaupt ein bisschen eine Menge da ist, aber das werden wir gleich feststellen. Und auch wenn es nicht allzu viel ist, wenn es gar nicht anders ist, kaufen wir was dazu. Denn die Saatgutproduktion, die muss jetzt in die Gänge kommen, das ist wichtig. Schauen wir mal. Hier müsste ja auch schon Gülle vorhanden sein bei den Schweinis. Also gucken wir gleich mal. Ich will jetzt erstmal die Anzeigen anmachen, dass ich was sehe. So. Den Deckel aufmachen. Geht, glaube ich, jawohl. Und dann werden wir mal hier ranfahren. Oder geht das von hier aus schon? Ich probiere es mal. Tatsächlich, ich brauche gar nicht rückwärts daran. Guckt es euch an. Der Stall hat einen sehr großen Trigger und die Tonne ist fast voll. Ja, wer sagt es denn? Da haben wir ja genügend. Erstmal. Ich will mal gucken, ob die Kühe uns auch noch was dazugeben. Ich hoffe es mal. Jawohl, und da ist mit Sicherheit noch mehr vorhanden. Okay, dann machen wir die Klappen zu. Vorsichtig, nicht umschmeißen, das gute Stück. Und wir werden hier unten lang fahren, denn mit dem Fass rückwärts fahren, das können wir knicken, das wird nichts. Mist, haben wir hier auch ganz schön was drin. So. Da werden wir jetzt mal vordüsen zu unserer Düngerfabrik. Ich bringe den mal zur Straße. Und dann schicke ich den los. Oh, da hat jemand die Arbeit beendet. Das wird doch nicht etwa der Steinsammler sein. Ich denke mal eher nicht. Das wird mal eher der Tiefenlockerer sein. Aber das stellen wir nachher fest. Jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich den da rübergeschickt kriege zur Düngerherstellung, Produktionen, Düngemittel, Saatgutherstellung, jawohl, anliefern. Genau, da müssen wir hin. Okay, dann lassen wir mal losdüsen. Thank you.
ja, bin ja mal gespannt jetzt, ob das hier klappt. Mit dem Abliefern, mit dem Fass. Das könnte interessant sein. Ja, der Steinsammler ist noch zu Gange, der hat noch viel zu tun, wie man sieht. Auf dem Weg hierher haben wir ja gerade gesehen, derjenige, der fertig ist mit seiner Arbeit, ist der Tiefenlockerer. Da darf ja dann anschließend der Steinsammler direkt weitermachen, also der hat noch ziemlich viel Arbeit, der arme Scholli. Nur mal gucken, ob das jetzt hier klappt, wie ich das hier eingefahren habe mit dem Trigger da. Oh ja, der erkennt den Trigger schon, das ist schon mal prima. Jetzt brauchen wir nur noch abliefern. Oh, das klappt ja hervorragend. Das sollten wir festhalten. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist ja prima. Das freut mich jetzt. Ein bisschen weiter hoch. Ein bisschen weiter zurück. So. Gut. Ich würde sagen, da werden wir schauen, ob da noch mehr passt da nicht rein. Hä? Kann das sein? Da gucken wir gleich mal die Liste. Das ist ja ein Ding. Das ist ja ein bisschen wenig, ne? So, jetzt müssen wir mal schauen. Saatgutherstellung. Da. Alles in Gang. Gülle voll. Ach, 4000 Liter, da warf dich nicht viel, ne? Das ist sehr, sehr wenig. Flüssigdünger. Den habe ich dazu gekauft. Den stelle ich ja nicht her. Eieieiei. Wasser wird verteilt, ganz klar, vom Wasserturm. Mist wird verteilt, vom Taubenschlag. Ja, und wenn wir wieder geerntet haben, da gibt es dann auch wieder Getreide. Weizen, Gerste und Hafer kommen rein. Okay. Naja, ein bisschen was haben wir hier schon angehäuft hier. Also wenn wir auf die Felder sind, da können wir hier auch mal was abholen, oder? Aber ich packe es mir ins Silo und dann müssen sie nach Hause fahren und dort abholen. Das weiß ich noch nicht genau. Jedenfalls, jetzt ist die Produktion in Gang. Und das ist gut. Ja, da haben wir noch so viel Gülle. Was machen wir denn damit? Ich wüsste jetzt nicht, wo ich die brauche. Das ist ja ein Ding. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht erwartet habe. Zu viel Gülle. Machen wir das mal dicht. Oder nee, ich lasse ihn fahren, damit ich auch weiß, dass der Rest hier auch vernünftig eingefahren ist. Ich schicke den erstmal zurück zum Hof, würde ich sagen. Ich lasse das drinnen im Fass, das Zeug. Auweia. Oder Moment mal, die BGA. Ja, das ist noch eine Idee. Vielleicht nehmen die Gülle an. Fahr mal los. Das könnte sein, dass die auch Gülle nehmen. Da habe ich gar nicht nachgeguckt. Das stellen wir fest. Wir können ja mal eben schauen. BGA müsste ja auch hier drin irgendwo auftauchen. Da haben wir sie. Ja, die ist voll. Da habe ich auch schon hingeliefert. Aber ein bisschen was passt noch rein. Okay, das ist schon. Mist wird auch hinverteilt. Zuckerriemschnitzel sind eine ganze Menge drin. Okay. Aber die Zuckerriemschnitzel, die habe ich gekauft. Die habe ich dazu gekauft. Die Rüben sind ja noch nicht geerntet. So. Ich habe halt schon mal die Voraussetzungen dafür geschafft, dass man nachher Zucker herstellen kann. Da bin ich jetzt gespannt. Wir werden mal gucken. Aber viel passt da nicht rein. Was nicht reinpasst, lasse ich im Fass drinne und das geht zurück zum Hof erstmal und gut.
denn das ein bisschen auf dem Feld verwenden als Dünger? Ich weiß nicht. Da komme ich nicht weit damit, vermutlich. Ich habe auch kein Fass zum Gülle ausbringen auf dem Feld. Das war überhaupt nicht geplant. So, ich übernehme jetzt mal. Gucken wir mal. Wo werde ich das? Wahrscheinlich dort, wo die Rohre sind. Ich mache mal vorsichtshalber schon auf, die Klappen. Und hoffe, dass mir das dann gleich mal angezeigt wird. Oh, die Abladeseite ist links. Ne, 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 das geht ja gar nicht, ne? Moment. Rechts. So, sonst zeigt er mir ja gar nichts an. Vielleicht hier. Jawohl, na wunderbar. Mal gucken, wie viel wir jetzt loswerden hier. Oh, noch allzu viel war es nicht, aber etwas immerhin. Gut, dann machen wir wieder zu. Geht nicht. Müssen wir wegfahren. Nanu, warum macht er jetzt den Deckel nicht zu? Das gibt's doch nicht. Willst du mit offenem Deckel fahren? Das ist nicht gut. Das stinkt. Jetzt. Okay. Jetzt ist es gegangen. So, dann schicke ich den mal zum Hof. Okay. Und ab. Und da werde ich mal rüber switchen zum tiefen Lockerer. Genau hierher. Brauchen wir hier noch was auf dem Feld? Was? Was war denn da hier eben? Da war doch was mit Kalk gerade zu sehen. Ah, so einzelne Stellen. Am Rand. Ja, ich hatte ja das Feld verändert. Ich würde sagen, da werden wir einfach mal Kalk ausbringen. Das ist ja nicht verkehrt. Auch wenn er nicht überall gebraucht wird. Jetzt werde ich erstmal den Kurs rausnehmen hier. So, komm mal mit, mein Kleiner. Und da kommt einer angebraust. Kommst du da hoch? Jawohl. Wir folgen dem mal auf dem Fuße. Haben wir noch Zeit? Ja, haben wir. Prima. Das ist nicht selbstverständlich. So, hier links wird Mehl hergestellt. Das ist toll. Und hier rechts Öl. Ha. Alle fleißig. Und dieses kleine rote Gebäude hier vorne, da werden die Pommes hergestellt. Und dahinter Bäckerei, das kleine weiße Gebäude hier, da stelle ich halt die Spaghettis her, ne? Und Brot und Kuchen und so weiter und so fort. Jawohl. So, jetzt werden wir erstmal über den Trigger fahren, dass der Tiefenlockerer wieder sauber ist. Und er braucht auch eine Schicht Lack, wie es aussieht. Aber das haben wir ja hier integriert, wenn wir da drüber fahren. Das ist sehr gut. So, sieht da wieder flott aus. Ein bisschen ranscrollen, dann gucken wir uns den mal an. Jawohl. Fein. Ganz prima. So, du kommst wieder auf deinen Platz. Kann ich hier so reinfahren? Nicht. Das ist gut. Okay. So, da brauchen wir Kalk. Machen wir gleich mit dem Traktor weiter.
ist voll. Das ist prima. Ja, wenn man die Sachen ordentlich wegstellt, dann hat man nachher kein Problem, wenn man wieder los muss mit genau dem Gerät. Ich stelle die immer ab, schön aufgefüllt. Da kann man direkt loslegen, ne? Aber ich sehe, der Traktor braucht Sprit. Halb voll ist er noch. Wir werden mal nachtanken, wenn wir schon mal hier sind. So, mal gucken, wie viel wir... Ne, es ist ja bezahlt, das ist ja mein eigenes. Das habe ich ja aufgefüllt, das habe ich ja schon mal bezahlt. So. Da haben wir schon mal genügend Sprit an Bord. Und jetzt ab zu dem Fett da vorne. Mach mal eben persönlich, ist er nicht weit. Immer wieder schön, wenn man hier so lang fährt. Es macht so eine Laune, das zu sehen, wie sich das alles entwickelt hat. Und wenn die Mühlen arbeiten, da ist Bewegung drin. Herrlich. Da habe ich immer wieder Spaß dran. Also hier auf dieser Karte, das macht so eine Laune, hier zu spielen, nachdem man sich das hier alles so eingerichtet hat. So. Wir schütten jetzt hier den Kalk drauf und danach kann dann der Steinsammler wieder Textur bringen. Ich mache mal eben den Editor an. Oh ja, wir sind richtig. Gut so. Okay. So. Dann werden wir mal schauen, dass wir den Kurs verpassen, ne? Denn wir haben ja bei der 59 alles rausgenommen gehabt. Genau. Also, gehen wir es an. Und zwar die 59, die ist hier oben, jawohl. Shop erstellen. Feldposition. So, wir haben 12,2 Meter. Mhm. Ich gehe mal runter auf 12. So. Vorgewende 2 lasse ich mal. Wir fangen auf den Bahn an. Weich ist mir auch recht. Gut. Generieren. Jo, ist doch in Ordnung, würde ich sagen. Es fällt 59 mit 12 Metern. Mhm. Okay, oh, was haben wir denn da? Wieso habe ich denn hier? Oh, bin ich auf die Großschreibtaste gekommen, vermutlich. Jetzt stimmt's. So, das ist gut. Okay. Ich würde sagen, wir lassen den mal. Oh nee, das ist nicht eingefahren. Okay, da müssen wir nachher eingreifen, falls der Kalk nicht reicht. Ich weiß nämlich gerade nicht auswendig, welches von den Kalkproduktionen das ist, welches wir anzapfen können. Okay, gut. Das macht jetzt nichts. Das lassen wir jetzt, wie es ist. Feld 59 haben wir da. Erster Wegpunkt ist drinne. Dann Mantau. Wir werden ja sehen, wie weit es reicht. Wenn er aufgefüllt werden wird, müssen, dann wird er sich schon melden. Und dann werde ich halt schauen, dass ich ihn auffülle und dann kann er weiterarbeiten. Wir bleiben mal dabei, bis er sich hier orientiert hat und anfängt. Und dann will ich mal gucken, was der Steinesammler macht. Ah, da vorne ist der Anfangspunkt, okay. Da sind ganz schön Steine hochgekommen. Da kriegt der Steinesammler noch ganz schön zu tun. So, und auf dieses Feld werde ich Hirse aussäen, ganz klar. Ein Kartoffelfeld brauche ich auch noch, fällt mir gerade so ein. Ja, wir haben ja da vorne das andere Feld gekauft, wo jetzt der Steinsammler zugange ist. Vielleicht mache ich hier Kartoffeln her. Und auf das andere Feld
lieber die Hirse, weil das größer ist. Hirse hat ja nicht so einen Wahnsinnsertrag und Kartoffeln, da würde dieses Feld hier eigentlich reichen, wenn ich mir das so vorstelle. Für unsere Kartoffelproduktion, ja, das würde reichen, ganz bestimmt. Boah, hier die Steine, boah. Okay, der tut seins. Lass mal ihn mal machen. Dann gucken wir mal, was der Steinsammler macht. Ah, der ist gerade unterwegs. Kommt vom Crasher. Oder fährt er hin? Ja, ist voll. Okay, wir können ja mal mitfahren. Warum nicht? Nee, können wir nicht. Leider ist die Zeit schon wieder um. Ich spring ab. Ha, das gibt's doch wohl nicht. Ist die Zeit schon wieder um. Meine lieben Zuschauer, ich bedanke mich dann jetzt ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gern einen Daumen da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, betätigt bitte die Glocke. Ich freue mich natürlich auch schon auf eure Kommentare und auch über jedes Abonnement, was ja hier bei YouTube kostenlos ist. In dem Sinne sage ich jetzt Tschüssi für heute. Macht's gut, passt gut auf euch auf und bleibt vor allen Dingen gesund. Bis zum nächsten Mal, eure Maritzel.